Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, wie ist es Bettler? Oder es geht die Türen zu vom Tesla. Du kannst schauen, winken, schauen, winken. Wir machen mit dir einen Promity Drive mit dem Michel Bettler durch Zürich in dieser schönen Limolux-Limousine. Wow. Meine Damen und Herren, ich glaube, der eine der erfolgreichsten Gastronomen vom Zürichsee bei mir im Auto, oder? Der Mann ist bald Millionär mit Fischknusperli und mit Bulleflügeln, oder? Stimmt's? Und weißt du, was ist lustig? Spiezli machen wir im Fall auch noch, gell? Spiezli. Und Bratwurst. Ja, und Bratwurst hast du auch noch vergessen, genau. Aber du siehst gut aus, so ein bisschen in sich ruhend. He? Es geht mir auch super. Sehr gut. Kompetent eigentlich, oder? Ja. Und man liest gar nicht mehr Schlimmes in den Medien von dir, oder? Ja, gell. Und hast du die ganze Zeit oh nein, der hat wieder einen Scheissdreck gemacht, jetzt wieder den Bettler reklamieren. Nein, es ist so ein richtig seriöser Gastronom geworden. Ja, du, man wird älter, ich habe ja kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, komm jetzt. Aber du, lustig ist ja, jetzt wir fahren jetzt noch gerade vorbei an deinen neuesten Streich, Münsterhof, gell? Ja. Das hast du wieder neu übernommen. Ja, da freue ich und mich sehr. Und lustig ja. ist jetzt, ich habe gelesen, unten da gibt es jetzt Spiegeleier und Fleischkäse. Ja. Und der arme Star-Koch Jackie Donuts, den du jetzt angestellt hast, weil er den ganzen Tag nichts zu tun hat, muss dort unten Spiegeleier kochen. Also stimmt im Fall nicht, dass er nichts zu tun hat. Das ist im Fall überhaupt nicht wahr. Der ist ja so viel engagiert. Und es geht ja nicht um die Spiegelei, es geht um Fleischvögel, es geht um Hackfleisch. Fleischvögel? Hast du ja, gerne Fleischvögel? Ja, ich habe das mega gerne. Und das muss man einfach richtig gut nicht. Können. Du gehst auch gerne in die Krone holen. Du gehst ja gerne, weil es einfach eine einfache Küche gibt. Ist das ja. nicht so? Ja, doch, und absolut. Das können die meisten schon gar nicht mehr. Und der schreit jetzt da umeinander, der macht das im Fall wirklich noch gut. Ja, weil die Köche sind ein bisschen am Reiten. Aber macht er auch sein Jackie Donuts Gottlet, das er früher gemacht hat im Zürichberg? Das kommt sicher auch. Momentan ist es nicht auf der Karte, weil eben wir haben ein bisschen Angst gehabt am Anfang, wie bringen wir das an, wie geht das. Gell, zwei Stöcke ist immer ein schwierig für eine Küche. Oder? Im oberen Stock ist die Iris Petermann. Genau. Aber dir gehört das ganze Restaurant. Genau. Und Iris Petermann, sie war also die Frau von Horst Petermann, genau. Der legendären Kunststube, oder? Die wird jetzt oben auf hohem Niveau. Genau, also sie ist ein bisschen die Fee vom ganzen Laden. Ich habe zufällig den Rico getroffen am Suppentag. Und dann hat er mich gesagt, ja, gefragt, was macht denn Iris? Er hat gesagt, ja, die ist zuhause, der ist langweilig. Und dann kennst du mich ja, zwei Sekunden, genau. Bam, gerade angerufen. Aber du kannst natürlich extrem schnell reagieren und sagen, hey, Idee mache ich gerade umsetzen, komm. Ja, kann aber auch viel kosten, wenn es nicht aufgeht. Dann aber der Jackie Donuts ist nicht der Wirt dort. Das ist er der Wirt oder ist er einfach so ab und zu mal ein Störkoch? Also der Jackie, der ist eigentlich in all meinen Restaurants überall ein bisschen dabei und tut ein bisschen beraten. Ein Sarosa, glaube ich, im Ja, und jetzt, jeden Sonntagabend haben wir jetzt eine neue Idee. Am nächsten Montag tut er ein Jass-Turnier machen im unteren Stock. Wir haben eben zusammen herausgefunden im Alpenbrick, dass wir beide extrem gut Jass. Ich jasse im Fall auch gerne. Also wir tun eigentlich nur gerne Jass, wenn es ums Bescheissen geht. Eben, oben, runter, unten, nur und genau. Jeder tut ab. Genau, und jeder bescheisst. So genau, muss sein, oder? Und am Schluss haben alle Krach und rote Köpfe. Und ab dem nächsten Montag, wird er unten ein Jass-Turnier machen und der gönnt, kommt eine Flasche Champagner rüber. Wow! Ja, und am Montag wird jetzt Patricia Boser da oben sein, weil Iris muss ja einen Tag frei haben. Was macht denn Patricia Boser ja, sie oben? Wird dann Host, sie tut die Vertretung machen von der Iris Petermann. Ah. Du, aber das Fischers Fritz ist das auch, das ist eigentlich quasi dein Paradelokal, mit dem du eigentlich bekannt, reich und berühmt worden bist, oder? Also bekannt, ja. Vor allem bekannt. Schau mal, er tut wieder gerne aufstapeln. Er ist ein Unternehmen. Und das hat im Winter auch offen, oder? Nein, das hat zu, das müssen wir Fisch, aber auch im Häuschen oben rein? Ja, weil wir die Energie 2000-Gesetzgebung von der Stadt Zürich nicht anbringen. Da sind wir aber jetzt gerade dran. Was ist das für eine Energiegebung? Ja, wo wir das Restaurant umgebaut haben, dass, wenn du sonst so viel Geld investierst, tut die Stadt das Haus neu bewerten. Aha. Und wenn du dann irgendwie die falsche Scheibe hast und keine Ahnung was, dann darfst du im Winter nicht offen haben. Ach so. Und da sind wir also einfach wieder mal mehr Auflagen. Einmal mehr Auflagen. Ja, einfach Auflagen. Genau. Aber eben, ich bin ein bisschen älter geworden, ich tue mich nicht mehr so aufregen. Du musst dir langsam auch ein bisschen schauen, oder? Ja, genau. Aber wir sind jetzt gerade dran, Fischer Fritz umbauen, dass wir das nächste das ganze Jahr offen haben. Ja. Aha, aber eben, genau. Weil du willst ja, wenn es irgendwie geht, also neben dem Mönchhof kann man eigentlich praktisch jedes Restaurant von dir offen haben, das ganze Jahr. Auch das Kiosk, oder? Ja, und Pumpi natürlich auch Pumpi. Nicht, gell? Also, das Pumpi, ist klar. Ja, gut, das ist ganz klar. Bratwurst. Aber du hast jetzt wieder den neueste Kuh gelandet, und zwar die Altdame von der Falkenstrasse, die NZZ. Ja, genau. Ist es auf dich zugekommen und hat gesagt, genau. Los, wir haben da einen Laden, der nicht läuft. Der Navy Boot, oder? Es macht also, die haben gekündigt. Nicht darum, dass sie, ja, genau. Die haben so, die wären so oder so rausgegangen. Genau. Und wieso, wo jetzt die NZZ hat dich engagiert, dass sie da drinnen Beiz machen, direkt bei der Tramhaltestelle? Ja. Was gibt denn das dort? Und wieso? Und wieso sag mal, willst du dort wirklich ein Beiz machen? Bei der Tramhaltestelle? Mega. Ich aber was wird
denn für ein Konzept sein? Schau, die Idee war eigentlich folgendes. Also die NZZ ist auf uns zugekommen und hat gesagt, sie brauchen eine Verjüngung. Oder? Mhm. Und sie haben ja gesehen, was sie im Rooftop bei der Modissa gemacht haben. Heute redet jeder von dieser Modissa. Mhm. Und das ist ja auch super toll rausgekommen. Ich bin massiv stolz, dass wir dort angebracht haben. Und ich habe mich dann, ich bin natürlich sehr stolz gewesen, dass so eine alte Dame zu mir kommt so quasi und sagt, hey, Beklar, machen wir etwas zusammen. Ich konnte dann etwa 3 Tage nicht mehr schlafen. Das fasziniert mich dann extrem, oder? Ja, und vor allem auch das Spannende, wie, weißt du, Restaurant haben ja schon viel gemacht, aber jetzt einmal so einen Brand im Vordergrund und unseren Hintergrund und wie bringe ich das an so einen Ort? Und ich habe ja das letzte Jahr eine 2-monatige Weltreise gemacht mit meinem Sohn und wir waren in Tokio in einem Museum, in einem Lichtspielmuseum. Ich meine, mich hast du nicht mehr rausgebracht. Und wir machen jetzt dort drinnen wirklich also ein Konzept, wenn das aufgeht. Aber eben, es muss aufgehen. Ich habe natürlich massiv Angst, wie das kostet auch. Wer finanziert das? Ich. Du? Also wir haben einfach einen Mietvertrag mit der NZZ. Und der NZZ hat gesagt, du kannst machen, was du willst, aber gibt dir kein Geld. Nein, aber was du willst, wir tun das alles mit ihnen absprechen. Eben, ich finde es eine mega tolle Firma. Gell? Wie viele Quadratmeter hast du dort eigentlich? 250 Quadratmeter, es gibt 140 Sitzplätze. Und aber man kann natürlich nichts draussen machen, gell? Du, der natürlich gerne draussen bist, draussen etc. Wir schauen jetzt, dass wir die Scheiben rauslassen können. Also wir schauen schon. Weißt du, das wird auch so eingerichtet, dass du das Gefühl hast, du bist draussen. Also, eben, wir sind ja so nie, die immer schauen, auf das ganze Konzept. Also es sollte eigentlich etwas geben, wo du dich am Morgen voll fühlst, oder? Also du bist eigentlich am Morgen, wir sind jetzt gerade am Kunsthaus vorbei, solltest du eigentlich, wir können in einem Van Gogh Garten reinsitzen mit diesen Beamern und dich eigentlich wohlfühlen, ganz ruhig, warm, wir wollen vielleicht auch mit Geschmacksemotionen, dass es nach Gipfeli schmeckt, dass es wie in einer Bäckerei schmeckt. Aber ist das ein Restaurant zum Essen oder eine Bar oder ein Begegnungsort oder etwas ganz Verrücktes und Urbanes? Alles. Alles. Und wie wird es heissen? Aber sicher nicht NZZ. Das heisst einfach nur NZZ. Es gibt Holzkohlegrill drin, wieder Spiessli, also wir machen da so kleine Spiessli, wir machen da aber geht mit das Bowls. Mit der Belüftung dort? Ja, da sind wir jetzt dran. Das NZZ nicht plötzlich sagt, du, aber sorry, wir können nicht mehr arbeiten, weil alles noch nach Grill schmeckt. Also das ist im Fall mega lässig. Mit diesen NZZ. Die sind so offen für uns. Wir müssen auch langsam. Unglaublich tolle Menschen. Es sind einfach mega tolle Menschen dort. Das finde ich wirklich cool, oder? Und es gibt ganz etwas Neues. Und ich bin zu einem Psychiater gegangen wegen dem Konzept, weil ich so Angst hatte, ob das überhaupt funktioniert. Ja, ich habe so Schiss gehabt. Ich dachte, weißt, hast du jetzt Antidepressiv von innen aus? Merkst du es nicht, oder? Ja, dann merkst du nicht. Oder sonst etwas Beruhigendes, oder? Nein, wirklich nicht. Und wenn ich das anbringe, gestern haben wir gerade mit der Vollenweide, mit den Patissiers nebendran geredet, wir machen das Loch in die Wand. Ah, und wenn du bei uns Patissier bestellst, tun wir das tippen wie normal. Das kommt bei ihnen raus im Laden und du kommst es direkt von vorne weiter. Und dann hast du ja noch den Goethe und den Schiller, den du vielleicht auch mal kannst gerade übernehmen, oder? Nein, ja, gut das ist Gondrian. Da Gondrian, bin ich bin noch ein kleiner neben denen. Aber wenn die NZZ natürlich sagt, hör mal, Gondrian ist gut gewesen, mit dem Pegler machen wir jetzt wirklich die grosse Sause, ja, oder? Ja, das glaube ich schon nicht. Du, wir sind schon wieder zurück am Hechtplatz. Eine kurze, freche Tour gewesen. Ich hätte ganz viel Erfolg mit dem NZZ. Man wird von dir hören. Und vielleicht bald einmal beim Jackie Donalds, bei einem Gottlieb. Das war mit dem Michel Pegler. Oder am Montag beim Jassen. Michel Pegler ist schon. Promi Deep Drive, ciao miteinander, danke vielmals. Danke vielmals, merci.